ich bin selber Mitarbeiterin von UKW, aber ich bin auch selber Krebspatientin hier auch in UKW. Da habe ich mir einfach mal die Zeit genommen, um dann an diesen Krebsinfotag hierher zu kommen. Ich finde, es ist auch schön, wenn ich so die beide Perspektive haben kann, also von einer Patientin, die krebserkrankt ist, und von der anderen Seite von den Mitarbeitern. Das lässt mich dann meine Arbeit ein bisschen besser für meine anderen Patienten machen, die auch an Krebs erkrankt sind. Also ich fand sie insgesamt sehr informativ. Ich fand aber vor allen Dingen die Moderation sehr gut, weil man so erkennen konnte, dass da auch viel Herzblut drin steckt. Ich fand es sehr interessant, da ich schon zweimal selbst betroffen war, einmal als Jugendliche und einmal als Erwachsene an Krebs erkrankt war. Sehr interessant, ich habe viele Infos mitgenommen für mich und auch nochmal viele Anreize, was ich noch unternehmen kann. Ja, also es sind ja verschiedene Themeninseln angesprochen worden, also Früherkennung und die medikamentöse Behandlung und die Therapie, die dort angeboten werden. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, zu welchen Ärzten ich jetzt erstmal gehen muss und dass ich mich hier in Würzburg sehr gut aufgehoben fühle. Also ich war sehr beeindruckt, habe auch vieles Neues gehört. Was für mich jetzt persönlich ganz neu war, ist der Begriff des personalisierten Medizin quasi. Da konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Jetzt kann ich mir die Zusammenhänge erklären, dass heute ja individuell auf den Patienten eingegangen wird. Früher hat man so pauschal die Chemotherapie gehabt, so nach dem Gießkannenprinzip. Und jetzt wird das individuell betrachtet.